Hey ho zusammen und herzlich willkommen, Entschuldigung, zu einer weiteren Folge Pottermore. Und ja, beim letzten Mal sind wir die interaktiven Momente durchgegangen, sind bis hierhin gekommen. Jetzt würde theoretisch als nächstes die Winkelgasse kommen. Ich werde wahrscheinlich jetzt heute zwei Folgen aufnehmen. Eine davon wird sein, dass ich die interaktiven Momente weiter durchgehe und die andere wird sein, dass ich euch zeigen werde, wie man Zaubertränke braut. Da ich heute ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich auch endlich mal etwas früher aufgestanden bin, ja, werde ich euch heute dann zeigen können, wie man Zaubertränke braut. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal mit den interaktiven Momenten weiter und gehen in die Winkelgasse. Ah, Moment, ich müsste den Ton auch mal wieder einstellen. Ankunft in der Winkelgasse. Okay, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und auch die Geräuschkulisse finde ich wahnsinnig cool, muss ich ehrlich sagen. Huch. Oh, Party. Hier gibt es auch wieder irgendwelche Texte. Ich bin gespannt, welche das sein sollen. Kleidung ist das, okay. Das müsste ja dann eigentlich... Seht ihr diese bunten Punkte da vorne? Das kann ich einsammeln. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber ich kann es einsammeln. Da. Seht ihr? Das sind Bertie Bott's Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen, die ich einsammeln kann. Sehr schön. Eine Bohne mit Erdnuss- und Erdnussbutter-Eisgeschmack. Boah, geil. Klingt echt gut. Okay, was haben wir da noch? Hallo? Gib mir das. Oh, eine Galeone. Ja, wie ihr seht, kann ich hier auch Geld sammeln. Und... Ach hier. Da ist der Text bezüglich Bekleidung. Okay. Und hier. 75 Galeonen. Die liegen ja einfach mal auf der Straße rum. Ernsthaft? Krass. Voll gut. Nur um das im Voraus kurz zu erklären, um Zaubertränke zu brauen, brauche ich auch bestimmte Zutaten. Und diese Zutaten muss ich mir selber entweder ersammeln, hier in diesen interaktiven Momenten. Es gibt halt die Möglichkeit, die Sachen alle zu sammeln. Die findet man dann hier so nach und nach. Oder, also und oder sozusagen, man muss sie sich bei der Apotheke kaufen. Die meisten muss man sich tatsächlich kaufen, weil man hier nicht alle finden kann. Und... ja, das geht halt teilweise dann auch so ein bisschen ins Geld. Aber jetzt habe ich gerade 75 Galeonen gefunden. Das heißt, ich müsste eigentlich über 500 wieder haben. Palim, palim, es hat gebimmelt. Und jetzt gehen wir einmal... Moment mal, das ist, glaube ich, ein neues Kapitel gewesen, ne? Entdecker. Abzeichen. Ja, hatte ich beim letzten Mal auch schon. Dankeschön. Und das alles können wir in London kaufen? Fragte sich Harry laut. Ja, wenn du weißt, wo, sagte Hagrid. Sehr cool. Harry und Hagrid besuchen Gringotts. So. Eigentlich... Also eigentlich sollte sich hier wieder irgend so ein... Boah, das klingt cool. Eigentlich sollte sich hier wieder so ein Hörbuch-Dings abspielen, aber anscheinend tut es das nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber hier gibt es auch anscheinend nichts zu holen gerade. Deshalb... Moin, sagte Hagrid. Ah, jetzt. Wir sind hier, um ein wenig Geld aus Mr. Harry Potter's Safe zu entnehmen. Sie haben seinen Schlüssel, Sir? Fragte der Kobold. Hab ihn hier irgendwo, sagte Hagrid und begann seine Taschen zu entleeren und ihren Inhalt auf dem Schalter auszubreiten, wobei er eine Handvoll krümeliger Hundekuchen über das Kassenbuch des Kobolds verstreute. Dieser rümpfte die Nase. Harry sah dem Kobold zu ihrer Rechten dabei zu, wie er einen Haufen Rubine wog, die so groß waren wie Eierkohlen. Hab ihn, sagte Hagrid endlich und hielt dem Kobold einen kleinen goldenen Schlüssel vor die Nase.
Der Kobold nahm ihn genau in Augenschein. Das scheint in Ordnung zu sein. Und ich habe außerdem einen Brief von Professor Dumbledore, sagte Hagrid, sich mit gewichtiger Miene in die Brust werfend. Es geht um den, du weißt schon was, in Verlies 713. Der Kobold las den Brief sorgfältig durch. Sehr gut, sagte er und gab ihn Hagrid zurück. Ich werde veranlassen, dass man sie in beide Verliese führt. Griphook! Ja, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Griphook kennt man ja noch aus den, also beziehungsweise kennt man ja dann wieder aus den siebten Teilen, aus dem siebten Buch vielmehr. Da habe ich eine Karte gefunden von Oswald Beamish. Hier kann man Bertie Botts, Bohnen, Galeonen und Karten sammeln. Ah, hier. Der schreibt noch mit seiner komischen Feder. Ah, da. Ta-ta-ta-ta. Ach, das ist die, genau, die Einkaufsliste sozusagen für die Erstklässler. Die kenne ich ja noch von mir selber sozusagen, in Anführungszeichen. ja. Dementsprechend. Ups. Ah, cool. Okay, eins fehlt mir jetzt wieder noch. Wird wahrscheinlich wieder genauso laufen wie vorher, dass ich es... Ach, hier ist noch was zum Sammeln. Ah, Bingo. Verschimmelten Hundekeks. Nom, nom, nom. Okay, das war's dann. Damit hätte ich das auch abgeschlossen. Ab zur Ollivander. Oh, guckt euch das mal an hier. Wahnsinn, wie viele Texte es hier gibt. Mr. Ollivander selbst, Zauberstab Holz, Zauberstab Längen und Biegsamkeit, Zauberstab Kerne. Geht's noch weiter? Nee, geht nicht weiter. Boah, ist das geil. Also darüber würde ich mir am liebsten einfach alles durchlesen, weil ich das so wahnsinnig interessant finde. Mal gucken, was ich hier so finde. Also auf jeden Fall ist das mit Sicherheit der Text über Mr. Ollivander, genau. So, den habe ich schon mal. Huch. Cool. Ah, hier ist noch eine Bohne. Mit Olivengeschmack. Nee. Ich mag keine Oliven, aber gut. Puff. Ah. Eine Galeone. Ich kann ja alles entstauben. Ich helfe ihm mal so ein bisschen. Moment. Ah, da. Zauberstab Kerne. Sehr schön. Ist hier ein bisschen schwierig, die Texte alle zu finden, weil hier diese kleinen Zauberstab-Schachteln teilweise die Texte enthalten. Dementsprechend ist das Ganze manchmal ein bisschen schwierig zu finden. Aha, hier ist noch was. Da haben wir jetzt die Zauberstab-Längen und Biegsamkeiten. Hier noch ein bisschen entstauben. Da, genau, da können wir noch ein bisschen, da können wir auch noch. So, hier, da, zack, zack. Und hier haben wir noch die Zauberstabhölzer. Gut, jetzt haben wir alle Texte gefunden und haben das hiermit auch abgeschlossen. Jetzt bin ich gerade mal ganz kurz gespannt, was mein eigener Zauberstab so sagt. Was hatte ich nochmal? Ich hatte Schwarznuss, Kern ist Einhorn mit relativ geschmeidig. Ich würde mir das nämlich ganz gerne mal durchlesen, was... Also Schwarznuss, Einhorn... Na komm. Okay, Zauberstab Holz. Gehe ich jetzt mal kurz auf den Text. So. Wand Woods. Die folgenden Beschreibungen der Kräfte und Eigenschaften verschiedener Zauberstabhölzer sind den Aufzeichnungen von Mr. Garrick? Ollivander entnommen, der weithin als bester Zauberstabmacher der Welt gilt. Wie sich zeigen wird, ist Mr. Ollivander überzeugt, dass Zauberstabholz durchaus menschenähnliche Wahrnehmungskräfte und Vorlieben besitzt. Mr. Ollivander leitet seine Aufzeichnungen über Zauberstabhölzer wie folgt ein. Das könnt ihr euch ja gerne selber mal durchlesen. Ich wollte jetzt nicht alles lesen. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken. Hier sind jetzt die verschiedenen Zauberstabhölzer alphabetisch aufgelistet. Und ich werde jetzt mal kurz bei Schwarznuss, war das irgendwie sowas? Schwarznuss? RS, Schwarzdorn, Schwarznuss, da ist es. Nicht so verbreitet wie der aus gewöhnlichem Walnuss.
sucht der Zauberstab aus schwarzer Walnuss, einen Meister mit gutem Instinkt und durchdringender Geisteskraft. Oh, das klingt schon mal sehr cool. Schwarze Walnuss ist ein sehr schönes Holz, aber nicht gerade einfach zu beherrschen. Es hat eine ausgeprägte Marotte, insofern es ungewöhnlich empfindlich für innere Konflikte ist und auf dramatische Weise seine Kräfte verliert, wenn der Besitzer sich in irgendeiner Form selbst etwas vormacht. Wow. Wenn die Hexe oder der Zauberer unfähig und nicht willens ist, sich selbst oder anderen gegenüber aufrichtig zu sein, dann versagt der Zauberstab häufig seine Dienste, wenn er richtig arbeiten soll, und muss mit einem neuen Besitzer zusammengebracht werden, um seine frühere Könnerschaft zurückzugewinnen. Mit einem aufrichtigen, selbstbewussten Besitzer gepaart, wird er jedoch zu einem der treuesten und beeindruckendsten Zauberstäbe überhaupt, mit einem besonderen Gespür für alle Arten von Zauberhandwerk. Wahnsinnig cool. Oh, es gibt Silberlinde. Sehr cool. Vogelbeere, Walnuss, Weide, Weißbuche, Weißdorn. Ich glaube, Weißdorn war doch der von Malfoy, oder? Okay. Also, gehen wir noch zu den Kernen. Zauberstabkerne. Zauberstäbe haben einen Kern voll magischer Substanzen. Die von Ollivander haben in ihrem Inneren Phönixfedern, Einhornhaar oder Drachenherzfaser. Die folgende Beschreibung der Kräfte und Eigenschaften der drei hauptsächlich von Mr. Garrick Ollivander eingesetzten Zauberstabkerne stammt aus seinen eigenen Aufzeichnungen. Wie gesagt, könnt ihr euch wieder gerne selber durchlesen. Einhorn. Einhornhaar ergibt in der Regel die beständigste Magie und unterliegt am wenigsten Schwankungen und Blockaden. Zauberstäbe mit Einhornkernen lassen sich meist am schwersten den dunklen Künsten zukehren. Wonderful. Sie sind die treuesten Zauberstäbe und bleiben ihrem ersten Besitzer normalerweise stark verbunden, unabhängig davon, ob sie vollendete Hexen oder Zauberer sind. Leichte Nachteile von Einhornhaaren bestehen darin, dass sie nicht die mächtigsten Zauberstäbe ergeben. Das Zauberstabholz kann hier jedoch verstärkend wirken. Und dass sie zu Trübsal neigen, wenn sie ernsthaft missbraucht werden, will heißen, das Haar kann sterben und muss ersetzt werden. Und das ist ja interessant. Okay, die Texte sind relativ kurz, deswegen lese ich mir die anderen jetzt auch mal durch. Das finde ich jetzt gerade sehr interessant. In der Regel ergeben Drachenherzfasern die mächtigsten Stäbe, die zu den spektakulärsten Zaubern fähig sind. Drachenstäbe lernen meist schneller als andere Arten. Während sie die Gefolgschaft wechseln können, wenn sie dem ursprünglichen Meister abgerungen werden, binden sie sich immer stark an ihren gegenwärtigen Besitzer. Der Drachenstab lässt sich wohl am leichtesten den dunklen Künsten zukehren, auch wenn er von sich aus diesen Weg nicht gehen wird. Im Vergleich zu den anderen zwei Kernarten sind Zauberstäbe mit einem Kern aus Drachenherzfaser am unfallträchtigsten, weil sie so temperamentvoll sind. Nice. Und zum Schluss noch der Phönix. Dies ist der seltenste Kerntyp. Phönixfedern beherrschen die breiteste Spanne der Magie, auch wenn es länger als bei Einhorn- oder Drachenkernen dauern kann, bis sie dies offenbaren. Sie zeigen am meisten Initiative und handeln manchmal von sich aus, eine Eigenart, die viele Hexen und Zauberer nicht mögen. Oh, das ist aber blöd. Zauberstäbe mit Phönixfedern sind immer die wählerischsten, wenn es um ihre möglichen Besitzer geht, denn sie stammen von einem der unabhängigsten und entrücktesten Geschöpfe der Welt. Diese Zauberstäbe sind am schwersten zu zähmen und dem jeweiligen Besitzer anzupassen und ihre Treue ist meist schwer errungen. Also ich bin mit meinem Einhorn sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Okay, Längen und Biegsamkeit. Ich glaube, ich habe 10,5 Zoll und relativ geschmeidig. Achso, da hat er nur, okay. Also wie gesagt, das könnt ihr euch dann gerne selber durchlesen. Ich will ja jetzt keine Leserunde hier draus machen, aber ich war einfach mal wahnsinnig neugierig, was das Ganze so hergibt. Und gehen wir noch schnell in den Hogwarts Express rein. Abreise von Gleis 9 3 Viertel. Harrys letzter Monat bei den Dursleys war nicht besonders lustig. Ja, gut, das kann ich mir denken. Der Hogwarts Express. Eine Schnurrekatze. Noch eine Schnurrekatze. Spinne. Was ist das? Ein Vertrauensschülerabzeichen gefunden. Cool. Jetzt kann ich Vertrauensschüler werden. Hahaha.
Okay. Ich glaube, das war es erstmal für diese Ebene. Müsste ich wahrscheinlich jetzt in die nächste Ebene gehen. Hallo? Kröten. Ich habe Kröten gefunden. Sehr schön. Ah. Gleis 9 3 Viertel. Nein, der Hogwarts Express habe ich jetzt gefunden. Gleis 9 3 Viertel fehlt mir noch. Das war wahrscheinlich in der letzten Ebene. Da, genau. Okay, das war's. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, komm. Die Reise nach Hogwarts treten wir auch noch an. Und dann können wir beim nächsten Mal tatsächlich in Hogwarts landen. Oh, sieht das cool aus. Oh, sieht das cool aus. Oh, wie viel ich einfach sammeln kann. Dumbledore Schokofroschkarte. Cool. Okay. Oh, schade, die kann ich gar nicht sammeln. Oder muss ich dafür in die nächste Ebene? Ich glaube, ich muss dafür in die nächste Ebene gehen. Oh, ist das geil. Oh, ich liebe es. Oh. Da. Ich wusste, dass ich die sammeln kann. Von Morgana. Morgane Le Fay. So. Komm, so ein paar Bohnen muss ich doch sammeln können. Leute. Ah, hier. Oha. Igitt, eine nach Kohlsprossen schmeckende Bohne. Oh, das sind ganz viele. Oh Gott, ich liebe es. Das ist so cool. Ja, ist gut, geh weg. Huch! Oh Gott, sagen, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Okay, irgendwas gibt es hier doch noch zu tun, da bin ich mir 1000%ig sicher. Ach, da kann ich noch was sammeln. Wo kann ich denn hier noch was... Hä? Wo kam denn dieses Sammeln jetzt her? Das hier. Okay. Also ich glaube, das Bild ist gerade ein bisschen verbuggt. Ja, Moment, ich muss noch mal ganz kurz... Oh. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ah, jetzt. Okay. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob es sich noch einsammeln lässt. Ich glaube aber, ich habe es jetzt mehr oder weniger eingesammelt. Und das ist erst in der nächsten, das ist erst in der nächsten Ebene, richtig? Ja, hier, da, Morgenblau. Gut, dann sammle ich das jetzt natürlich noch ein. Beenden wir das hier noch. Und dann beende ich die Folge. Ja, hier kommen wir aus dem Fenster gucken, ist ganz nett. Ach, da! Ah, hallo, Krätze. Süß. Okay, damit habe ich dieses Bild beendet. Beim nächsten Mal, wie gesagt, die Zaubertränke. Ich freue mich schon drauf, ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao.